Heimwert zum Beispiel. Finde heraus, wie du Harefner Thorpe vor anderweltlichen Kräften schützen kannst. Ich denke mal, das können wir jetzt wirklich starten. Und zwar geht das hier los. Hallo, guten Tag, Alwyn. Guten Tag, Eivor. Ich habe gehört, du leitest das Herbstfest an. Ich freue mich schon aufs, wie heißt das nochmal? Asgard's Hate. Und ich leite nicht. Ich rede nur mit Menschen. Keine falsche Bescheidenheit. Sicher spielst du eine größere Rolle, als dir klar ist. Übrigens, du solltest Bruns Onkel im Auge behalten. Er lässt überall brennende Töpfe herumstehen. Ich weiß, er ist etwas eigenartig, vielleicht sogar verrückt. Aber ich meine, er hat ein gutes Herz. Ich sage auch nicht, dass er Böses im Schilde führt, aber Brun berichtete, er habe einmal eine Kirche niedergebrannt, aus Versehen. Oh. Und vor kurzem sah ich ihn auf dem Weg zum Waldesrand, die Arme voll beladen mit Zündholz. Er brennt den Wald nieder. Wo finde ich ihn? Folge dem Rauch. Und schon geht die erste Quest los, finde den Irrenmönch und sprich mit ihm. So, da sehen wir schon so einen kleinen Questmarker. Eine Rauchsäule zeigt hier, wo sich der Irrenmönch befindet. Da sind gerade mal so 300 Meter weit entfernt, also wahrscheinlich jetzt noch nicht immer der Rede wert, aber wir holen uns trotzdem das Pferd. Ja. Ein bisschen rausreiten hier aus der Siedlung. Aber schön dunkel hier. Ich bin gespannt, ob das auch mal tageshell wird. So, und schon können wir mit Sühnen ein bisschen gucken. Also wir müssen geradeaus, ja. Hinter dem Baum, da versteckt sich was. Ich gucke hier einfach mal. Ja, da ist tatsächlich irgendeine Rauchsäule mit so einem Nebelschwan. Dieser beißende Rauch ist nicht dicht, aber er vernebelt mir den Huger mehr als die Augen. Bring den Topf zum Rauchen. Wenn deine Gedanken verschwimmen, blicke tiefer in dich hinein und suche Klarheit mit deinem inneren Auge. Ich dachte, das hätte ich nicht laut gesagt. Ich weiß, wie es ist, auf der Schwelle zwischen zwei Welten zu stehen. Ich glaube, dein Qualm macht dich trunken. Hältst du es für einen Zufall, dass du hier bist? Nein. Die Nornier überlassen wenig dem Zufall. Dann öffne deinen Geist für die jenseitigen Welten. Wenn der Schleier, der sie verbirgt, gelüftet wird. Was soll ich denn sehen? Das musst du wissen, nicht ich. Wonach strebst du denn? Ich will mein Volk beschützen. Vor der wilden Jagd. Durchquere den Schleier. Stelle dich deiner größten Angst und triff deinen ärgsten Feind. Meine größte Angst? Es braucht mehr als Kräutervisionen, um mir Angst einzujagen. Okay, der Alte ist ein bisschen unheimlich. Habe ich den Schleier durchquert? Der kommt und geht. Unheimlich, aber nicht furchteinflößend. Was für Feinden könnte ich hier begegnen? Geistern der Toten. Ob Kjöldwe in dieser Anderwelt wandelt? Hier steht jetzt, strebe nach der schützenden Macht. Was soll ich jetzt machen? Rabe nicht verfügbar. Also hier sind wir wahrscheinlich in einem Erkundungsgebiet so. Und hier ist ein Nebel, der uns aufhält, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber was heißt denn strebe nach der schützenden Macht? Ach so, ich sollte da bleiben und einfach jetzt irgendwas hier trinken oder was? Okay. Schneide ich jetzt nicht.
muss festen Boden unter den Füßen spüren, ehe ich wieder in der Anderwelt wandeln kann. Wiederhole selbst das Ritual des Irrenmönchs. Hä? Ich raff das nicht. Okay, also wir gehen jetzt mal rein. Wir müssen vielleicht irgendwas machen. Also hinsetzen, reinziehen. Hallo Pascal. Nein, ich habe tatsächlich noch nicht so richtig auf Instagram die letzten Tage reingeguckt. Das nutze ich echt selten in letzter Zeit. Was ich für eine Rüstung trage. Ich glaube, das war die Jägerrüstung. Irgendwas mit Jäger, glaube ich, ne? Oder ist das schon wieder die ganz andere, die ich da hatte? Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt habe ich die Jägerrüstung an. Normalerweise habe ich die Rüstung des Helden von Düflin an. Die hatte ich auch mal eine Weile an. Aber ja, jetzt habe ich die ganze Jägerrüstungssatz ein. So, also strebe nach der schützenden Macht. Okay. Also ich habe jetzt keinen Plan, was wir hier machen sollen. Strebe nach der schützenden Macht. Ich sehe auch jetzt sonst keinen Hinweis. Hier gibt es ein paar Rehe. Ich weiß nicht, ob ich die einfach mal kalt mache. Bleib doch mal da! So, haben Reh kalt gemacht. Was jetzt? Und das hinter den Schleier. Ihr könnt mir nichts anrichten. Ach hier. Hier ist doch was, oder? Oh. Das sieht ja toll aus. Was macht das eigentlich hier? Nix. Noch was. Ich glaube, jetzt habe ich den Anfang gefunden hier von dieser Quest. Ich spüre hier eine Macht. Unsichtbar. Okay. Was haben wir hier? Ein Symbol, durchwirkt mit Fäden aus Urts eigener Hand, schafft diese Rune einen Wall um das Land. Ist das jetzt ein Rätsel hier? Schafft diese Rune einen Wall um das Land, ja. Oh, das kennen wir doch. Das ist doch so eine Art, ich weiß gar nicht mal, wie das hieß hier. Vielleicht müssen wir wieder dieses Symbol aufbauen, indem wir hier irgendwo hingehen. Ich kletter einfach mal ein paar Steine hoch. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Symbol hier nachbauen. Hoch, hoch, hoch. Eivor, noch ein kleines Stück. Der ist manchmal zickig, ey. Das ist Wahnsinn. Ich wollte auch mal schauen, ob das von hier aus noch ein bisschen hübscher ist. Nee. Von hier aus ist das ein bisschen wieder kaputter und man kommt ja auch nicht hoch. Also irgendwie... Eivor, der hat... Ach, hier war's doch. Hier waren wir doch richtig. Eivor, zurück. Oh, du bist aber heute zickig hier. Komm, zack. Hier sind wir doch richtig. Eine Kraftrune. Vielleicht ist der Mönch doch nicht so verrückt. Zur Seite, Geist. Ich komme der Rune wegen. Ich will deine Trauer nicht verschlimmern. Dieser Geist könnte mein Zwilling sein. Diese Mordlust. Ups. Kämpfen. Gut, dass wir overpowered sind. Das muss ja schnell gehen. Wenn ich niedersteige, sterbe ich dann? Das werden wir jetzt rausfinden. Manchmal sind wir wirklich unser eigener größter Feind. Das war der Schatten, Eivor. Bringt mir keine Freude. Dieser Kampf war anstrengender als gedacht. Oh, das fand ich jetzt nicht. Ich werde schwach. Oh Gott. Halt dich fern von den Rauchzeugs. Also das hatten wir ja schon bei der Zauberin schon so gemerkt hier. Da haben wir lauter tolle Fantasiewelten erkundet.
Ja gut, also ich wusste gar nicht, dass man jetzt wirklich so intensiv gucken sollte. Ich bin das eigentlich nur gewohnt, dass Valhalla mir jedes Mal solche Questmarker hinsetzt. Oh! Jetzt haben wir hier das Symbol hier drauf. Ohne im Schlaf gemalt haben. Dann ist sie ja doch erklärbar. Sie strahlt keine Stärke aus. Okay, eine Rune der Macht. Aber sie wirkt dennoch. Schützt nun unser Heim, vergossenes Blut soll Schild uns nun sein. Wow. Und schon haben wir die nächste Quest erhalten. Haben wir jetzt dafür auch Marken erhalten? Weil das ist ja so bei diesen Quests eigentlich von den Fests ist das ja eigentlich so üblich gewesen. Aber ich glaube, wir haben keine Marken erhalten. Nur Fertigkeitspunkte.